Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aquarellanleitung von mir. Ich möchte dir heute zeigen, wie du solche wunderschönen Lavendel zaubern kannst. Ich würde mit dir gerne heute einen kleinen Lavendelstrauß malen, aber bevor wir das tun, üben wir erstmal den Grundaufbau von unserem Lavendel. Dazu habe ich natürlich hier passend ein Vorführobjekt, was super ist, weil dann sieht man ganz genau, wie der Aufbau ist. Du brauchst als allererstes einen schönen schmalen Pinsel, entweder mit so langen Haaren oder einen normalen Rundpinsel. Und wir brauchen einen schönen Grünton. Man kann hier ganz gut sehen, dass das Grün schon so ein bisschen olivig ist. Das bedeutet, ich nutze auch hierfür einen schönen olivigen Ton, gebe genug Wasser hinzu, damit der Farbton im ersten Moment nicht zu dunkel ist und kann jetzt auf mein Aquarellpapier einmal diese typische Form des Stiels nachziehen. Das bedeutet, ich fange unten an und gehe in so einem kleinen Bogen nach oben. Du siehst, dass hier oben natürlich jetzt die Farbe so hell war, dass man sie kaum noch sieht. Das heißt, ich kann einfach mit ein wenig Farbe noch mal hinterher gehen und das Ganze noch mal so ein bisschen verstärken. Wenn ich das gemacht habe, kann ich mir auch schon einen Lavendelton schnappen. Das ist in meiner Welt etwas zwischen Violett und Ultramarin, würde ich sagen. Auch hier gucke ich, dass ich einen mitteldunklen Ton nehme. Also ich gebe genügend Wasser hinzu, dass die erste Schicht nicht zu dunkel wird. Und dann geht es auch schon los. Ganz charakteristisch für meinen Lavendel ist, dass wir so eine kleine Blütenansammlung haben, dann wieder relativ viel Platz dazwischen und dann kommt der Rest. Das ist bei den anderen Lavendel-Beispielen auch so. Das bedeutet, das werde ich jetzt schon mal übernehmen. Um diese einzelne Blüte zu malen, kannst du immer an einem Punkt starten und von da aus kleine Striche rausziehen. Wichtig ist nur, dass du immer an diesem einen Punkt immer deinen Ursprung hast und dann setzt du auch mal den Strich über deinen Stiel und am Stiel vorbei. Wenn ich die erste Blüte hier platziert habe, lasse ich ein bisschen Platz und kann dann die zweite Blüte darüber platzieren. Und du kannst sehen, dass wir bei der zweiten Blüte wieder danach einen kleinen Abstand haben, bei der dritten Blüte wieder einen kleinen Abstand und danach ist das Ganze, läuft das so ineinander über. Genau daran halte ich mich jetzt ungefähr, dass ich auch hier wieder einen kleinen Abstand lasse und darüber wieder einen kleinen Abstand und danach das Ganze so ein bisschen gedrungener mache. Und dann habe ich so den Grundaufbau von meinem ersten Lavendel schon mal fertig. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir noch mal ein paar Kontraste setzen. Das sieht man bei dem Beispiel hier ganz gut, dass die Blüten oberhalb sehr, sehr hell aussehen und dass wir hier unten aber noch mal so einen dunklen Part haben. Das würde ich zum Beispiel jetzt auch übernehmen, indem ich einfach noch mal denselben Farbton, den ich hier gerade verwendet habe, etwas dunkler mir anmische, das heißt mit weniger Wasser und mehr Pigment. Und dann gehe ich mit dieser Farbmischung, solange das jetzt hier noch so ein ganz bisschen nass ist, unterhalb meiner Blüten rein. Das Ganze verläuft dann so ein bisschen und gibt nochmal einen schönen Kontrast. Was ich außerdem charakteristisch finde am Lavendel ist, ich muss gerade sehen, wo man es am besten sieht, ich glaube hier, dass wir unter den einzelnen Blüten auch noch so ein paar Blätter haben. Ganz, ganz, ganz kleine Blätter in Grün, die da drunter sitzen. Und auch das würde ich jetzt noch ergänzen, indem ich einfach nochmal mit der grünen Farbe hinterhergehe. Ich nehme wieder denselben Olivton, den ich gerade schon verwendet habe und kann jetzt unterhalb meiner Blüten einfach nochmal so zwei feine Linien setzen. Und dann sieht das so aus, als hätte ich darunter nochmal zwei Blätter. Mit dem dunklen Grünton kann ich zum Beispiel jetzt auch nochmal hier und da ein kleines bisschen Kontrast ergänzen auf meinem Stiel, indem ich einfach hier und da nochmal so ein paar Punkte reingebe, ein paar dünne Linien, um da auch nochmal ein bisschen mehr Tiefe ins Bild zu bekommen. Das Ganze kannst du jetzt auf der anderen Seite direkt nochmal üben.
Wir starten wieder mit einer hellen Farbmischung von unserem Olivgrün. Ziehen uns einen Strich nach oben. Wenn du möchtest, kannst du jetzt auch gucken, dass vielleicht die Lavendelblüte so ein bisschen in eine andere Richtung gekrümmt ist, damit es nicht immer alles gleich aussieht. Die haben ja immer so einen anderen Drall. Deshalb werde ich jetzt bei dem zweiten zum Beispiel einfach mal in die andere Richtung so ein bisschen gehen, damit sich das ein bisschen abwechselt. Und gehe genauso vor wie gerade, indem ich wieder mit meinem Lavendelton, meinem hellen Lavendelton bei der unteren Blüte starte, indem ich hier meine kurzen Strichen setze, lasse wieder etwas Platz zur nächsten Blüte und dann wieder ein bisschen Platz zur nächsten. Und danach kann das Ganze relativ eng beieinander sitzen. Wenn das Grün vom Stiel in deine Blüten überläuft, weil das alles noch nass ist, ist das auch gar nicht schlimm. Das ergibt tatsächlich am Schluss sogar einen richtig schönen Effekt. Von daher brauchst du da keine Angst haben, wenn die Farben so ein bisschen machen, was sie wollen. Und genau wie bei meiner ersten Version gehe ich jetzt auch nochmal ins dunklere Pigment rein, also mische mir nochmal eine dunklere Farbe von meinem Violett an. Und kann damit jetzt nochmal unterhalb meiner Blüten ein bisschen Kontrast ergänzen. Als letztes ergänze ich noch meine Blätter in Grün mit ein paar schnellen Strichen. Und auch hier kann ich so ein, zwei Kontraste noch in meinen Stiel setzen. Wenn du dir unsicher bist, kannst du das Prinzip jetzt super gerne auf deinem Probe-Aquarellpapier einfach ein paar Mal üben. Und dann geht's auch schon an unseren kleinen Strauß. Bevor wir den Strauß mit Aquarellfarben malen, können wir das Ganze erstmal auf einer ganz kleinen Skizze mit Bleistift uns vorskizzieren, damit wir wissen, wie denn die einzelnen Halme geknickt sein sollen. Das Ganze soll ja schön natürlich aussehen, das heißt, wir können das Ganze in der Skizze schon mal testen. Ich kann zum Beispiel anfangen in der Mitte mit einem nur leicht gebogenen Lavendelstiel. Dann kann ich zum Beispiel hier unten überkreuzen und den nächsten daneben setzen. Auf der anderen Seite auch nochmal überkreuzen und den wieder daneben setzen. Und jetzt achte ich schon darauf, dass zum Beispiel meine einzelnen Halme nicht alle gleich lang sind. Diese Variation macht das Ganze auch nochmal spannender. Das heißt, hier oben habe ich einen relativ langen Stiel. Hier habe ich einen, der ein Ticken kürzer ist. Ich scribble auch die Blüten nur so ganz leicht an, damit du sehen kannst, wie das später ungefähr aussehen soll. Bei dem hier auf der linken Seite kann ich zum Beispiel relativ kurz bleiben. Und dann würde ich tatsächlich noch zwei weitere hinzufügen. Ich gucke, dass sich das hier irgendwo immer überschneidet, damit wir da später noch eine kleine Kordel drum binden können. Das heißt, ich gehe hier weiter. Der ist zum Beispiel noch ein bisschen mehr abgeknickt. Ich kann zum Beispiel auch gucken, dass ich hier mal einen Lavendel habe, der zum Beispiel nicht hier unten diese Blüte noch hat. Einfach, um ein bisschen Variation reinzubekommen. Auf der anderen Seite mache ich das Ganze auch. Und dann habe ich schon mal einen schönen Aufbau. Dann kommt hier noch eine Kordel später drum. Und dann haben wir einen kleinen Strauß. Es geht weiter auf unser Aquarellpapier. Und ich starte jetzt, wie bei meiner Skizze, mit dem mittleren Halm. Jetzt gehen wir genauso vor, wie wir das eben geübt haben. Wir starten wieder mit unserem Grünton. Und jetzt orientiere ich mich so ein bisschen an meiner Skizze, dass ich zum Beispiel jetzt mittig den ersten Stiel ansetze. Dabei achte ich auch darauf, dass ich nach oben und nach unten auf dem Papier genug Platz zum Rand lasse, damit das nicht zu gedrungen aussieht. Im nächsten Schritt nehme ich mir wieder meine Lavendelfarbe und gucke, dass ich hier auch wieder mit der unteren Blüte starte, schön hell. Lasse wieder ein bisschen Platz nach oben. Mache dann weiter mit der nächsten
Lasse wieder ein wenig Platz. Und die nächsten Reihen können sich wieder etwas überlappen. Das Ganze muss auch gar nicht ordentlich aussehen am Schluss. Wichtig ist, dass es schön locker leicht ist und dass du ein paar Kontraste am Schluss einbaust. Das Ganze mache ich jetzt auch direkt, indem ich wieder ein bisschen dunklere Farbe mir anmische und nochmal unterhalb meiner Blüten etwas dunkle Farbe hinzugebe. Den zweiten Halm setze ich dann direkt daneben. Ich starte jetzt einfach mal auf der linken Seite und setze hier den nächsten Stiel einmal hin. Jetzt schneidet sich das Ganze bei mir relativ weit oben. Das heißt, da muss ich jetzt darauf achten, dass ich natürlich jetzt hier überall meine Schnittmenge immer habe, damit ich hier später die Kordel drüber setzen kann. Und wenn ich mit meinem Lavendel soweit zufrieden bin, kann ich jetzt auch noch die kleinen Blätter in Grün ergänzen. Das heißt, ich kann jetzt einfach überall einmal so ein bisschen noch mal ein paar Details andeuten damit. Das macht das Ganze auch noch mal spannender und detailreicher. Außerdem kann ich jetzt meine Stiele mit dem dunklen Olivton auch noch mal ein bisschen mehr kontrastieren. Mit einigen Punkten und Strichen, damit auch hier mehr Tiefe entsteht. Zuletzt ergänzen wir jetzt noch hier in die Mitte eine Kordel. Dafür muss das Ganze jetzt erstmal gut trocknen. Nach dem Trocknen mische ich mir einmal einen hellen Braunton an und nutze wieder meinen schmalen Pinsel. Und kann jetzt einmal so einen kleinen Halbkreis um meine Schnittmenge hinzufügen. Entweder nur einen oder zwei sogar. Je nachdem, wie oft ich die Kordel drum gebunden habe. Und an der einen Seite ergänze ich außerdem noch einen kleinen Knubbel, der meinen Knoten darstellt. Und noch zwei Schlaufen. Die müssen auch gar nicht perfekt werden. Die können auch so ein bisschen krumpelig sein, weil ja meistens Gartenkordel auch gar nicht so rund und gleichmäßig ist. Außerdem setze ich jetzt hier noch zwei abgeschnittene Enden dazu. Und dann ist die Kordel soweit schon mal fertig. Was ich jetzt aber machen kann, ist, dass ich auch noch ein paar dunkle Elemente ergänze mit einem dunklen Braunton. Einfach um auch hier noch mal ein bisschen mehr Tiefe zu schaffen. Deshalb kann ich zum Beispiel an ein, zwei Stellen noch mal so ein bisschen
dunkle Farbe reingeben, um auch hier so ein bisschen Licht und Schatten zu simulieren. Zuletzt passen Sprenkel überall perfekt dazu, um so ein Bild zu vollenden. Und deshalb werden wir jetzt hier auch ein paar Sprenkler machen. Ihr könnt das mit einem normalen Rundpinsel machen, entweder mit so einem kleineren oder etwas größeren. Dann gehe ich einmal hier in meine violette Farbe, nehme mir richtig, richtig, richtig viel Farbe auf mit meinem Pinsel. Also ich tunke den wirklich komplett rein, dass er so richtig trieft vor Farbe. Dann kann ich den einmal übers Papier halten und dann mit meinem Zeigefinger einfach vorne drauf tippen. Und fertig ist ein wunderschöner Lavendelstrauß.